Nochmal auf die Anfangsfrage zurückkommend, weil du gefragt hast, wer ich bin, habe ich einfach nochmal deutlich machen wollen, dass ich mich eigentlich nicht als die Person Christa, also an und für sich empfinde. Natürlich bin ich die Person Christa auf jeden Fall auch und ich drücke mich als Person Christa aus, aber mein Grundgefühl ist einfach mein Selbst. Und mein Selbst ist das Wesen, was wahrnimmt, was beobachtet, auch mich selbst oder sag mal die Person Christa, die in Beziehung oder Interaktion mit anderen Personen tritt. Ich hatte ja mal eine sehr, sehr starke und intensive Erfahrung. Ich weiß nicht, ob ich sie euch schon mal erzählt habe. Die habe ich auf jeden Fall erzählt. Und zwar war das witzigerweise auch mit Sabine. Wir waren am See. Ihr wart klein und Sabine und Egon hatten da so ein kleines Haus, so ein Campinghaus oder Wagen. Und wir haben öfter da zusammen geschlafen, gekocht, gelebt über Tage im Sommer. Die Kinder sind, also ihr seid immer rumgerannt miteinander, geschwommen und abends haben wir gekocht. Es war immer eine sehr schöne Zeit und wir haben uns immer sehr intensiv ausgetauscht. Auch über diese ganzen, oder vornehmlich über diese ganzen spirituellen Themen. Und ich erinnere mich an einen Tag, da stand ich mit Sabine und dann kam, glaube ich, Hagen noch dazu. Und auf einmal, es war wie so ein Flash, also ich kann nicht sagen, wodurch das ausgelöst war. Es war durch nichts ausgelöst, was ich irgendwie greifen kann. Es ist einfach spontan passiert. Ich hatte auf einmal das Gefühl, ich wusste nicht mehr, bin ich Sabine oder bin ich ich? Sehe ich mich durch Sabines Augen oder sehe ich Sabine durch meine? Es war für einen Moment eine Loslösung meines Bewusstseins, auch von meiner Selbstidentifizierung. Mein Bewusstsein schwebte so einen Moment über mir und so nach dem Motto, wo soll ich jetzt andocken? So ein Moment. Und gleichzeitig hatte ich eine unglaubliche Liebe empfunden zu Sabine oder zu mir oder keine Ahnung. Ich kann es gar nicht mehr definieren, weil ich gar nicht mehr weiß, wer war in dem Moment. Und mir kamen die Tränen. Und das war aber nur so ein, wirklich nur so ein, ich weiß gar nicht, wie ich das zeitlich eingrenzen würde. Vielleicht 3 Sekunden, vielleicht waren es 5 Sekunden, ich weiß es nicht. Und danach war es weg und danach hatte ich einfach das Gefühl, wow, was war das jetzt gerade? Und das war so erfüllend und so berührend und schön gewesen, dieser Moment. Und seitdem weiß ich weiß es einfach, dass wir nicht die sind, die wir glauben zu sein. Was aber nicht heißt, dass ich es nicht wieder, wie soll ich sagen, natürlich bin ich wieder in meine Rolle als Christa, als Mutter, als Ehefrau, keine Ahnung, Oma, zurückgefallen. Und es ist auch gut so, aber ich habe dieses Wissen und diese Erfahrung im Hintergrund. Und das ist immer, schwingt immer mit. Wir sind universales Bewusstsein. Wir sind nicht das, was an der Oberfläche sichtbar ist. In welcher Zeit bist du denn groß geworden? Wie kannst du es denn beschreiben? Ihr seid ja schon in den Hippie-Zeiten groß geworden. Nee, ich nicht mehr. Also ich bin ja 62 geboren. Also Hagen, der ist ja, der war so voll in der Hippie-Zeit. Ne? Und was er auch so erzählt hat, ich glaube, da hat er auch einiges, das kannst du ihn ja mal selber fragen, auch einiges so miterlebt und gemacht. Unter anderem ja auch Marischi in der Beatles-Zeit erlebt, also auch dann persönlich noch kennengelernt. Ich war so ein 70er-Jahre-Kind, also als ich so in den Teenies war, da waren also die ganzen Woodstock-Hits, die gab es immer noch, klar. Die fanden wir dann auch cool. Aber das waren nicht Lieder aus unserer Generation. Das waren schon die Lieder aus der Generation vor uns. Und es ist ja auch, ich meine, diese Lieder sind ja zeitlos. Die sind ja auch jetzt immer noch und immer wieder aktuell. Und immer wieder junge Leute greifen die auf und greifen vor allem auch den Spirit auf, der dahinter steckt. Denn das war ja auch eine wahnsinnsstarke und intensive Zeit des Bewusstseinsaufbruchs, wenn man so will. Und dieses Flair und diese Message, die ist da auch immer noch spürbar. Also in unserer Zeit ist das in gewisser Weise, würde ich mal sagen, schon wieder ein bisschen abgeflacht. Was haben wir gehört? Wir haben AC/DC gehört, wir haben Sweets gehört, Scorpions, so Geschichten, ja. Okay, wir haben auch Led Zeppelin gehört und Pink Floyd und so Geschichten. Auch immer noch coole Sachen, keine Frage. Ja, also das war dann schon wieder, würde ich mal sagen, so was den spirituellen Aufbruch anbelangt, eher schon wieder so eine leicht abgedämpfte Zeit. Was ich noch so von den sogenannten Hippies mitbekommen habe, also zu meiner Schulzeit gab es dann immer die Alternativen. Und diese Alternativen zu meiner Zeit, das waren dann eben die mit den langen Haaren, klar, mit den zerfetzten Jeans, mit den Jesus-Latschen und die dann eben meistens sehr viel mit Drogen zu tun hatten. Und Drogen, das hat mich nie angezogen. Ich hatte auch immer irgendwie mit diesen Klicken, ich war da immer so ein bisschen auch
mit dabei, aber ich bin nie auf diese Drogen eingestiegen, weil ich hatte immer einen natürlichen Respekt und vielleicht klingt es vermessen, aber ich hatte immer das Gefühl, ich brauche das nicht. Auch mit Alkohol hatte ich eigentlich, das war etwas, was mich nie angezogen hat, auch wenn ich das natürlich auch ausprobiert habe, klar, und ich habe da auch meine Erfahrungen mitgemacht, keine Frage, aber ich bin da nie so richtig reingerutscht. Ich hatte eine Zeit, da habe ich dann auch mal sehr intensiv geraucht. Das war auch eine sehr schlimme Zeit für mich, also eine sehr depressive Zeit. Wobei ich das heute nicht mehr als schlimme Zeit betiteln würde. Das war eine Zeit, wo ganz viel passiert ist, wo ich irgendwie gemerkt habe, wo lebe ich hier eigentlich? Was ist hier eigentlich los? Was ist das eigentlich für eine Welt? Also ich habe das plötzlich sehr intensiv empfunden. Und zwar bin ich ausgezogen, genau. Ich bin ausgezogen, also meine Eltern haben sich getrennt. Und ich habe dann 2 Jahre mit meinem Vater gelebt und dessen neuer Frau und deren Tochter und meinem Bruder. Und das war für mich eigentlich die schlimmste Zeit, würde ich mal sagen, meines Lebens. Unsere Familie ist zusammengebrochen. Ich habe dann noch geglaubt, ich könnte das so ein bisschen mit meinem Vater und der neuen Frau so ein bisschen weiterführen. Das ging aber gar nicht. Bin dann zu meiner Mutter zurück. Die war dann aber mittlerweile auch schon weitergegangen und war auch nicht mehr so happy. Oh, super, du kommst zurück. So war das nicht. Also für mich eigentlich auch eine schwierige Zeit. Ich habe dann auch mein Abi so durchgezogen mit Ach und Krach. Und dann hat die Frau von meinem Vater gesagt, mit der ich mich überhaupt nicht verstanden habe, so, also entweder du machst jetzt eine Lehre oder du gehst. Dann habe ich gesagt, was? Du willst mir sagen, was ich zu tun habe? So, jetzt erst recht. So gesehen hat sie mir wahrscheinlich einen Riesendienst erwiesen. Ich habe es dann nämlich gemacht. Ich habe es, gut, kann man sich wieder fragen, ja, warum eigentlich? War das jetzt nötig, das Abi? An sich, würde ich mal sagen, war es eigentlich für mein Leben nicht wesentlich. Gut, andererseits, ich habe dann angefangen zu studieren. Allerdings dann nur ein Semester. Dann gemerkt, das ist gar nichts für mich. Aber über die Bekanntschaften in meinem Studium habe ich dann auch wiederum Hagen kennengelernt. Also es ist nichts umsonst. Alles hat irgendeinen tieferen Sinn und für irgendwas ist es gut. Ich war an einem Punkt, wo ich mit der Welt in gewisser Weise fertig war. Ich war auch mit Beziehungen fertig. Ich hatte keine Lust auf Familie. Ich dachte, nee, also ein Leben zu Hause mit Kindern, forget it. Also dieses normale Spießerleben, das kann ich überhaupt nicht leben. Ich dachte immer, wow, jetzt endlich hast du deine eigene Wohnung. Jetzt machst du, was du willst. Du bist frei. Ja, dann bin ich in die Wohnung eingezogen. Und habe mich auf einmal, ich bin in ein richtiges Loch gefallen, so einsam gefühlt und dachte, scheiße. Und dann habe ich eigentlich viel Musik gehört, also immer viel Radio gehört und dann gibt es ja jede Stunde Nachrichten. Und ich habe das eine ganze Zeit lang gemacht und in den Nachrichten, ihr wisst ja, was da kommt, da kommen ja immer diese ganzen scheiß negativen Geschichten. Und ich dachte, was? In was für einer Welt lebe ich eigentlich? Also ich meine, meine Familie ist am Arsch. Die Beziehung ist kaputt gegangen mit meinen Eltern. Wir haben keine Familie mehr. Daran konnte ich irgendwie nicht mehr glauben. Eine eigene Beziehung hatte ich zu der Zeit nicht, die mich befriedigt hat, die mich in irgendeiner Weise inspiriert hat. Hatte ich auch nicht. Ich hatte keine richtige Idee, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Beruflich, ich war Fotografin, okay. Ich habe eine Lehre gemacht, das war alles okay. Aber da war ich auch nicht wirklich glücklich. Dachte ich nur so, für was lebe ich eigentlich? Lebe ich jetzt nur dafür, dass ich Geld verdiene? Damit ich eine Wohnung habe, in der ich leben kann und mir Essen kaufen kann und mir Kleider kaufen kann. So, das heißt, ich gebe mein ganzes Leben eigentlich dafür hin, also meine ganze Freizeit, meine ganze Energie dafür, dass ich überhaupt die Basis im Leben habe, nämlich ein Dach über dem Kopf und eine Verpflegung. Und dann dachte ich, das kann doch nicht der Sinn des Lebens sein. Und dann dachte ich, und in was für einer Welt leben wir? Die Menschen bekriegen sich. Überall ist Gewalt, ist Hass, ist Krieg, ist Armut, ist Hunger, ist Krankheit, ist Elend und am Ende sterben wir doch. Da dachte ich so, nee, das kann es doch nicht sein. Und ich hatte überhaupt keine Perspektive, für was ich überhaupt leben wollte. Naja, auf jeden Fall kam auf einmal bei mir so die Frage nach Gott auf. Und dann dachte ich so, naja, Gott, was ist das? Also, dass er da irgendwo oben auf Wolke 17 schwebt und von oben runter guckt und sich um alles kümmert. Also, das kann es ja wohl auch nicht sein, weil ich bin ja nicht blöd. Ja, ich glaube auch nicht an Weihnachtsmann, ich glaube auch nicht an Osterhasen, also glaube ich auch nicht an so einen Gott. Ich habe gedacht, trotzdem muss es irgendetwas geben, weil ich fühle ja in mir, da ist etwas, was sucht. Dieser Sucher in mir, der sucht eine Antwort. Und ich glaube, wenn du suchst, dann gibt es auch eine Antwort. Es gibt ja in der Bibel, glaube ich, den Spruch, wer suche, dem wird aufgetan. Oder wer klopft, dem wird aufgetan. Das sind so Geschichten, die kamen mir plötzlich wieder in mein Bewusstsein. Da dachte ich, Mensch, ja, da ist irgendwas dran. Und dann dachte ich, also wenn ich jetzt Antworten haben will, der Sinn des Lebens und warum das hier alles so ist,
dann brauche ich gar nicht anfangen, im Außen zu suchen. Ich habe zu der Zeit viel gelesen, ich habe viele Philosophie angefangen zu studieren, ich habe viele Bücher gelesen und ich habe auch Bücher über spirituelle Erfahrungen gelesen und ich dachte, ja, schön und gut, jetzt lese ich da über spirituelle Erfahrungen, die andere Menschen gemacht haben. Aber was bringt mir das? Ich weiß jetzt, okay, es gibt, es ist anscheinend irgendeine Erfahrung möglich, eine spirituelle, aber wie komme ich denn dahin? Und über das, was ich so Kirche, Jesus und so weiter bis dahin wusste, hat mich nichts wirklich inspiriert, zu sagen, Mensch, das ist jetzt der Weg. Wenn ich jetzt Bücher lese, ich kann 10.000 Bücher lesen und es ist auch alles toll und ich lese auch immer noch gerne und es ist auch wunderschön und es inspiriert mich auch. Aber was mir die Bücher niemals geben können, ist diese eigene Selbsterfahrung. Diese spirituelle Erfahrung kann ich nicht durch Bücher bekommen. Und ich dachte dann, also wenn es sowas wie Gott gibt und wenn ich Antworten finden kann, dann müssen die in mir selber sein. Um das zu erlauschen, muss ich lernen, in mich hineinzuhören. Das heißt, ich muss still werden. Meine ganzen Sinne müssen nach innen gezogen werden. Meine Augen schließen, meine Ohren sozusagen schließen, nach innen lauschen. Und das habe ich dann angefangen. Ich habe dann einfach mich hingesetzt und bin still gewesen, habe meinen Atem zugehört, habe mein Blutrauschen hören. Wie soll ich sagen? Ich habe dann eben auch Geräusche, so Nebengeräusche, besonders intensiv wahrgenommen. Was weiß ich, Vogelgesang oder auch einfach so die Alltagsgeräusche. Was weiß ich, ein Glucksen vom Wasserhahn oder irgendwas. Das war schon mal eine starke Erfahrung. Aber es hat mir immer noch keine Antworten gegeben. Ja, und dann dachte ich aber nur so, okay, dieses Stillwerden und nach innen geht, ist eigentlich Meditation. Und dann wusste ich aber nicht, wie das geht, habe mich nicht weiter darum gekümmert. Und dann habe ich kurz darauf Hagen kennengelernt und der sagte, er ist Meditationslehrer. Und da dachte ich so, wow. Und das war für mich die erste Antwort. Ich habe gemerkt, mein Bewusstsein hat gesucht und ich habe sofort, unmittelbar, eine Resonanz erfahren, eine Antwort, ein Zeichen, wenn man so will. Ich habe plötzlich jemanden getroffen, den ich vorher, Menschen, mit denen ich nie zu tun hatte, einen Meditationslehrer. Und plötzlich hatte ich einen Menschen, der hat mir Dinge gesagt, wo ich dachte, wow, das macht mir Sinn. Das befriedigt mich. Das gibt plötzlich, das macht irgendwie alles plötzlich Sinn. Ich will jetzt nicht sagen, dass er mir alles beantworten konnte oder kann und das wird auch nie einer können. Aber er hat mir, also war ein ganz grundlegender Meilenstein in meiner spirituellen Entwicklung. Und ich bin durch und über ihn zur Meditation gekommen. Und die Meditation selber, die hat mich im Grunde genommen eingeweiht in mein eigenes Selbst. Und da habe ich dann ganz viele Antworten selbst für mich entwickelt oder gefunden, wenn man so will.